Achtung, Achtung! Hier spricht Ihre Feuerwehr. Wir möchten Sie einladen, um 15 Uhr zur nächsten Schauübung auf dem Edeka-Parkplatz. 15 Uhr präsentieren wir Ihnen einen nächsten Einsatz und danach nochmal eine Fettexplosion. Des Weiteren laden wir Sie ein, einmal den Aufprallsimulator zu testen und auch das Überschlagsauto. Dankeschön. Was denn passiert? Einverstanden? Gut. Die Füße stellen Sie bitte. So. So. Und nicht die Zunge zwischen die Zähne stecken, ne? So, es kann losgehen. Genau. So heftig ist die negative Beschleunigung, die auf unseren Körper wirkt. Alle inneren Organe unterliegen der Fliehkraft, drängen ihn nach vorne. Wenn dann der Beckengurt hier im Bauchbereich anliegt, können Sie sich vorstellen, wie heftig Ihre inneren Organe verletzt werden, wenn Sie den Beckengurt nicht richtig an Ihnen haben. Noch. Einwinken. Als erstes steigt immer der Rotenführer vom Fahrzeug aus, weist in diesem Fall das Fahrzeug erstmal ein. Also das wird aber nicht sein, wo er hin will. Aussteigen, wenn der Rotenführer der Befehl geht, abzuziehen. Damit die Tür auffällt. Doch nicht, ich dachte, er hält die Tür auf. Danach fällt die Mannschaft vor oder hinter dem Fahrzeug, je nach Befehl, auf. Wenn es ein Brandeinsatz ist, kann der Rotenführer schon mal erkunden. Was haben wir überhaupt für einen Einsatz? Und geht dann zur Gruppe und geht den Befehl. Er hat jetzt zuerst den Männern den Auftrag gegeben, die Person zu betreuen, soweit sie noch ansprechbar ist. Also eine ganz wichtige Sache, wenn man in so einer Notlage ist, dass als erstes die Person beruhigt ist, dass jemand da ist. Ja, man kann fast sagen, Händchen halten. Hallo erstmal. Ja, hallo. Ja, hallo. Der Schneider. Der hier heute aber leider nicht dazu kommt. Da müssen wir leider ohne arbeiten. Ja, genau, richtig. So, ja. Jawohl. Ja.
Ich nick noch eine. Ja. Gar nicht, gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach, wie es aussieht. Sehr schön. Die hat man komplett an. Man hat die Jacken an, was ja, man eben gerade. Das ist klar. Nein, ich meinte die Masken. Die Masken. Also diese Alu-Masken, die zieht man hier nicht an. Ach doch, das nicht. Das ist halt dann extra nochmal wegen Strahlung oder sowas. Ne? Hier setzt man eigentlich nur noch die. Es gibt mal diese Sturmhauben, wo Motorradfahren können hier auch. Ne? Ja. Die setzt man übers Gesicht und dann kommt halt die Maske. Ne? Also erst kommt die Maske und dann setzt man diese Sturmhaube drüber her. Und setzt man Helm noch auf. Da muss man jetzt die ganzen Zusätze auf. Die Lampe muss man mitnehmen, Funkgerät muss man mitnehmen. Eine Leine muss man mitnehmen. Dann gibt es schon auch. Nee, es gibt immer die Angriffsgruppführer nimmt einen mit, dann der Wasserturmführer. Da sieht man auch die Bezeichnung noch an der Decke, wer wo ist. Hier ist halt das A für Angriffstrupp, da ist das ME für Melder. Melder heißt immer als Ansprechpartner, wenn irgendwas ist. Alles gut, Lena. Alles gut. So, und wie sieht's aus? Erst abstützen mit der Hand. Mit der Hand. Dann aufmachen. Mit der Hand aufmachen und mit der anderen Hand abstützen. Genau, runter. Geh mal weg da! Sehr gut. Du bist ein bisschen klein für so große Menschen. Das habe ich dann auch schon mitbekommen. Geht das? Ja. Ich komme da raus. Soll ich Ihnen die Tür aufmachen oder geht's so? Ja. Super. Das ist der sportliche Teil fürs Wochenende der Leben. Ja. Ja, und warum die jetzt meine auf diesem Plan, ne? Wir nehmen jetzt hier vorne vor. Das ist ja richtig. Guck mal, wir machen das Ich bin nicht mehr.